So Leute, da hat jemand einen Vogel gefunden. Als ich letztens vom Bäcker zurückgekommen bin, habe ich diesen armen Vogel auf dem Boden gefunden. Er lag regungslos da und wir wussten am Anfang nicht, ob er schon tot war oder noch nicht. Und um herauszufinden, ob er noch lebt, habe ich ihn dann in die Hand genommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sein Kopf noch sehr beweglich war und der Vogel sich leicht warm angefühlt hatte. Aber das ist für mich das erste Mal, dass ich jemals einen Vogel gefunden habe, der ohnmächtig ist. Habt ihr schon mal einen Vogel gefunden? Ich weiß, dass meine Mutter irgendwann mal bei sich im Laden, der ist gegen die Scheibe geflogen und dann hat die den auch aufgepäppelt. Deswegen wusste ich nicht, was ich tun soll. Also habe ich im Internet nachgeschaut und dort stand, dass ich ihn in eine Kiste legen soll. Dazu sollte er jede Menge Ruhe haben. Am Anfang dachte ich, damit es warm wird, lege ich die Kiste in die Sonne. Aber da die Kiste, wenn er aufwacht, runterfallen könnte und weil ich gelesen habe, dass direktes Sonnenlicht vermieden werden soll, habe ich ihn dann runter auf den Boden gelegt. Und da ich trotzdem wollte, dass er es warm hat, habe ich ihn in der Nähe der Heizung gelegt. Dazu habe ich ihm ein bisschen Wasser in die Aber er chillt, er ist bewusstlos oder was? Oder ist er wirklich... Damit, falls er aufwachen würde und Durst hat, daraus trinken kann. Da ich immer noch nicht das Gefühl hatte, dass ihm warm genug ist, habe ich ihn dann mit einem Lappen zugedeckt. Jetzt sollte ich dem Vogel eine ganze Stunde lang in Ruhe lassen, sodass er sich entspannt erholen kann. In der Zeit habe ich über einen Namen nachgedacht, dem ich ihm geben könnte, wenn er aufwacht. Ja, wenn er auf... Och, du kannst ihm doch keinen Namen geben, nachher wacht er nicht auf. Oder hast du so, Mann, Harald. Was sagen die Leute? Nächstes Mal geh zum Tierarzt. Nichtsdestotrotz hast du ein gutes Herz. Das Beste ist es, das Tier direkt zum Tierarzt zu bringen. Oh, ist der Vogel wieder fit geworden? Wie dick? Wie was? Hä? Ja, auf keinen Fall AFK in diesen Games. Sonst passiert das hier. Die Pistole in High on Life spricht mit dir durch den Screen, wenn du zu lange keine Inputs gibst. Anakins Lichtschwert spielt in Lego Star Wars teilweise verrückt und ist rot anstatt blau. Das zeigt, dass er bald zum Sith werden wird. Und in Mario Odyssey legt sich Mario auf den Boden. Und in jedem Königreich landet ein anderer Vogel auf seiner Nase. Aber geile Unterhose. Altes oder neues Logo? Nike. Hey, finde ich beide geil. Aber das neue ist einfach noch ein Ticken cleaner sozusagen. Einfach weil es schwarz ist. Passt zu allem. Rot? Nee, Digga, das sieht scheiße. Aus. Neu auf jeden Fall. Apple. Zum Ficken. Neu. Dann Grabstein. Das neue. McDonald's. Ey, das sieht gar nicht mal. Ah, das alte, das kenne ich glaube ich sogar noch. Wusstet ihr, dass McDonald's mal die Burger in Styropor verkauft hat, wenn du sie so mitgenommen hast? Ganz wilde Sache. Also schlecht aus. Mit dem McDonald's. Oh, Burger King. Burger King, altes. Hey, weiß gar nicht, wie ja. Wir das erneuert haben. Pringles. Digga, wie kann man das denn ändern? Das OG. Na, das alte finde ich auch besser. Schwein Rudi Rüssel. Wenn der Einbrecher schlechte Rechtschreibung hat. Mist, er ist schon zu Hause. Vormittags habe ich Recht und nachmittags frei. Unmöglich. Drei Rechtschreibfehler in einem Satz. Welcher Idiot hat das denn bitte geschrieben? Das war ich. Und jetzt zeigst du mir mal, wo deine Wertsachen sind. Schau mal in der Schublade nach, ne? Da sind nur Bücher drin. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Und im Gegensatz zu dir habe ich auch einen sehr reichen Wortschatz. Und jetzt korrigier diesen Satz hier. Jetzt beruhig dich mal, so schlimm ist das auch wieder nicht. Einmal ist keinmal, beim zweiten Mal sollten dann so langsam die Alarmglocken läuten. Und beim dritten Mal wird dann hier auch die Sprachpolizei kontaktiert. Nicht? Die Polizei gerufen. Den wurden kontaktiert, nicht? Ich habe ihm nur etwas die deutsche Rechtschreibung erklärt. Sie haben den Einbrecher. Sie sind festgenommen, nicht? Ja, meine Mutter hat mir letztens, ich will das eigentlich gar nicht erzählen, aber sie hat ein Wort ganz falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Auto, nee, Auto-Correction macht ja keinen Sinn. Es war eine ganz wilde Sache. Kennst du schon den Schuhladen in GTA 5? Falls nicht, sind hier unnötige Fakten in GTA 5, nach denen niemand gefragt hat. Bei dieser Location kannst du die NPCs beobachten, wie sie dir ihre Fahrkünste zeigen. Die wenigsten von euch werden diesen muskulösen Mann in GTA 5 kennen, der dich nass macht, wenn du auf das Fass schießt. Mit diesem Ort in GTA 5 stimmt etwas nicht. Denn die Leute hier tragen irgendwie keine Hosen. Jetzt ist ein Verbrechen, keine Hosen zu tragen, oder? Obwohl, auf dem eigenen Grundstück? Wie ist das denn, wenn dann der Nachbar guckt? Ist es dann, also darf ich ohne Hose auf meinem eigenen Grundstück rumlaufen? Wenn du einen Baseball für Franklins Hund schmeißt, rennt er diesem hinterher. Machst du das gleiche mit einer Granate, wird er auch dieser hinterher. Wenn du einen Deluxe hast und du kommst zu dieser Location, dann kannst du dich so in ein Gebäude glitschen und von diesem Gebäude aus komplett alles in Grund und Boden schießen und niemand kann dir was tun. Auch in GTA Online? Diese Wand ist unsichtbar. Komm zu dieser Location, denn dort gibt es eine unsichtbare Wand, durch die du durchschießen kannst. Das eignet sich super für die Cops. Ja, was ist denn mit dem Schuhladen jetzt? Kennst du schon den Schuhladen? Jetzt weiß ich, was dieser Schuhladen ist. Das ist so hier der Willy Willy Bang Bang Laden. Oder nicht? Bei diesem YouTuber wurde live eingebrochen. Benjamin Bennetts Format lautet Sitting and Smiling, in dem er nichts anderes tut, als im Titel versprochen wird. Das ganze streamt er immer live, aber in einem Stream passiert was Unfassbares. Achtet auf die Tür und die Geräusche im Hintergrund. Irgendwo als Einbrecher sitzt einfach so ein Typ. Moin.
Benjamin hat sie nicht einmal gerührt und hat somit den Einbrecher verscheucht. Ist das real? Also als Einbrecher hätte ich wirklich Schiss. Der sitzt einfach da und lächelt. Hallo, ich habe auf dich gewartet. Oh. Wann man 2023 zum Friseur geht. Oh. Oder was darf sein? Standard. Oben ein bisschen kürzer und die Seiten auf. Ich dachte Edgar Cut. Was ist das? Oben ein bisschen kürzer und die Seiten auf null. Wieso beleidigst du mich jetzt aber so, hä? Was? Ich hab doch nur... Ey! Ja, habt ihr das gehört? Hä? Er hat gesagt, oben ein bisschen kürzer und Seiten auf null. Oh mein Gott, wie gefallen. Was? Oh mein Gott, dann hat dir das nicht gefallen. Was hab ich denn... Hör, traust du mich mehr zu? Was? Ist alles, was ich für dich bin? Dummes Objekt oder was? Was? Nein, nein. Dann beleidige ich mich nicht mit so niederen, nicht menschenwürdigen Haarschnitten. Period! Sorry, ich wusste nicht, dass... Hier, du nimmst jetzt einfach eine Karte. Okay, sorry. Ich nehme einmal den grün-blauen Edgar-Cut mit... Der Edgar Cut. Mayonnaise und Giz an den Seiten und einer Celsius-Laufbahn hin. Als Muster bitte die Septumform des Pythagoras in Galaxiegröße und vorne einmal bitte richtig reinscheißen. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Mach ich dir, ja. Ich mach nur ganz kurz ein Vorher-Video. Okay. Was geht, Leute? TSB Barber ist back am Start. Jetzt haben wir ein Video, hab ich auch schon mal gesehen. Also soll sich ja jeder schneiden lassen, was er will. Ganz ehrlich. Paletto hat aktuell gar keine Frisur, weil meine Haare zu lang sind. Hier schmeißt Ronaldo seinen Sohn vom Dach. Das ist so dumm geeditet. Das ist aber schon wieder geil ist. Und er applaudiert. Yay. Seine Fans waren schockiert. Zu Unrecht, wie sich herausstellt. Cristiano Ronaldo wirft sein Kind vom Dach. Oh nein. Ich hab mir die Hand gebrochen. Was? Wie hast du das denn gemacht? Gegen einen Tiger geboxt. Hä? Spaß. Bin vom Fensterbrett gerutscht. Aber trotzdem gibt's drei Arten, wie ich mit gebrochener Hand jetzt zocken kann. Nummer 1, die Maus auf links. Damit treffe ich ja rein gar nichts. Und wenn ich meine rechte Hand eh nicht benutzen kann, bringt mir mein Keyboard auch nichts. Kannst ja mal probieren, mit deiner Stimme zu zocken. Das ist tatsächlich mein Worst-Case-Szenario. Obwohl, nee, es gibt viele Worst-Case-Szenarien. Aber eins unter vielen. Wenn ich beim Skifahren oder so mich volle Kanne aufs Maul legen würde und ich breche mir den rechten Arm oder den linken, es ist ja am Ende egal, dass ich dann, also ich kann da ja nicht mal wirklich die Maus halten und so weiter. Das wäre wirklich schlecht. Zocken. Hä? Wie soll das denn? Nummer 2. Mit der Stimme zocken. WWA, linke Maustaste, Space-Sprung. Nein, dammit, wie soll das denn gehen? Auch hier als Spaß gemeint. Oh, was ist das denn da? Ein Dance-Pad? Nummer 3. Das Dance-Pad. Geht eigentlich ganz gut, wenn ich mich an die Steuerung gewöhnt habe. Bis auf den inneren Drang, unbedingt Fortnite-Tänze machen zu wollen. Aber wie... An sich könnte man zum Teil Virtual Reality. Da bräuchte man vielleicht nur einen Stick, oder? Na, man braucht, glaube ich, schon beide. Stimmt, bald sind wieder Weihnachtsmärkte am Start. Ich muss sagen, ich bin sehr großer Weihnachtsmarkt-Fan. Ich mag die Zeit einfach. Das kann doch nicht sein. Die wollten sich zwischen 10 bis 16 Uhr bei mir melden. Wir haben jetzt schon kurz vor 4. Wirklich, ich warte jetzt den ganzen Tag auf diesen blöden Anruf. Mann, das kann doch nicht... Man muss sich nur beschweren. Richtig. Komm ja schon. Haben die jetzt wirklich nach zweimal Bimmeln aufgelegt? Hallo? Hallo? Und ja, und das Geile ist, wenn du dann zurückrufen willst, dann kommt dann irgendwie so eine blöde Hotline. Hallo? Bin ich Usain Bolt und renn zum Telefon oder was? Guck mal, wer auf dem ersten ist. Mann, wie trifft er mich? Wer ist das? Paul. Oh Gott, nee, auf Paul habe ich jetzt gar keinen Bock. Geh ruhig ran, ich kann kurz auf Pause drücken. Nee, heute echt keinen Bock mit ihm zu quatschen, ich rufe ihn morgen zurück. Der gibt nicht auf, ne? Ich versteh's nicht. Leg auf, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, verstehst du's nicht? Mann, Paul, Alter, was soll denn? Armer Paul. Als Nikolai ausrutschte, während er auf einem Berg kletterte, konnte er sich selber nicht mehr retten. Sein Freund Espen war am Sichern, was eine Technik ist, wo die Person am Boden den Druck ausnutzt, um das Seil zu lockern, während der Kletterer höher geht. Es soll bewirken, dass Kletterer nicht so weit fallen, wenn sie ausrutschen. Aber trotzdem, als Nikolai ausrutschte, wurde die Sicherung, die er früher befestigte, die ihn eigentlich auffangen sollte, aus dem Stein gezogen. Espen musste schnell reagieren, also nahm er das Seil und sprang zurück, um so viel Druck davon zu nehmen wie möglich und... Hui! Das Leben seines besten Freundes. Krass, das war knapp. Ich muss ja sagen, ich finde Klettern echt cool. Aber ich habe mal gehört, also dass manchmal selbst den einen oder anderen Unfall in so einer Kletterhalle gibt. Ich bewerte verschiedene Trampoline von 1 bis 10. Also das erste sah richtig schlimm aus. Als erstes haben wir diese Standard-Trampolinhallen-Trampoline. Und ich muss sagen, in der Halle waren die schon ziemlich gut, wie man sieht. Deswegen gebe ich eine 7 von 10. Weiter geht's mit diesen Spielplätzen. Ah, die sind lame, glaube ich. Aber die müssen...
müssen halt, glaube ich, auch super robust sein. Obwohl das echt nicht gut federt, habe ich es geschafft, sogar 2 Backflips hintereinander zu machen. Deswegen 4 von 10. Jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich gefährlichsten Trampolin überhaupt. Und zwar hat dieses Trampolin eine ultra kleine Sprungfläche. Aber warum? Und extrem lange Federn. Und das Ding müsst ihr jetzt mal von 1 bis 10 bewerten. Ich würde sagen, das ist eine 1. Also schlimmer geht's doch nicht, oder? Wie geht's eigentlich Jimmy, meinem kleinen Cousin? Der macht gerade Mittagsschlaf, aber wenn du Glück hast, ist er schon wach. Alles klar, ich schau mal nach. Jimmy! Jimmy, kannst du schon reden? Sag mal Finn. Finn! Finn! Das geht ja wirklich. Sag mal Popoloch. Und, ist der Kleine schon wach? Popoloch. Jimmy? Also wie kommt der denn darauf? Popoloch. Das hier ist das unheimlichste Etwas im Ozean. Kein Monster, kein Tier, nur der Abgrund. Und der Taucher Guillaume Nery springt einfach so da rein. Bis zum Boden von diesem Loch hat es noch kein Mensch lebend geschafft. Denn bis zum Meeresgrund geht es hier 202 Meter tief runter. Es ist das zweitgrößte Unterwassersinkloch der ganzen Welt. Ein sogenanntes Blue Hole. Dieses hier findet man in den Bahamas. Und ihr könnt es sogar kaufen für schlappe 24 Millionen Dollar. Dafür bekommt man aber gleich noch 54 Hektar Land neben dem Loch mit dazu. Das tiefste Blue Hole ist das Dragon Hole im südchinesischen Meer. Das ist sogar 300 Meter tief, also eine Eiffelturmlänge unter dem Meer. Das flächenmäßig größte ist das Great Blue Hole vor der Küste von Belize. Es hat einen Durchmesser von 318 Metern und... Dass er da einfach so runtertaucht? Hat er nicht Schiss, dass da unten irgendwas Krankes wohnt? 125 Meter tief. Entstanden sind die meisten Blue Holes vor 200 Millionen Jahren, als der Meeresspiegel gestiegen ist und riesige Höhlen aus Kalkgestein mit geschmolzenem Eiswasser geflutet wurden. Oh nee. Für kein Geld der Welt würde ich darunter tauchen. Burger King hat 1 Stern und dieser hat 5 Sterne. Aber ist da echt ein Unterschied? Los geht's mit dem schlechteren. Big King, Pommes und Nuggets zum Vergleich. Ich liebe diese Bestellautomaten, denn ich traue mich nicht beim Personal zu bestellen. Ja moin. 906 bitte. Während ich warte, gibt's eine kurze Roomtour. Es war zwar sauber, aber... Der Geruch ist nicht der geilste. Da ich so durstig war, gab's erstmal einen Schluck Sprite. Schmeckt nach Wasser. Die Pommes waren knusprig. 4 Sterne. Weiter geht's mit Chili Cheese Nuggets. Die waren heiß. Sehr heiß. 3 Sterne. Und jetzt der Big King. Krass. 5 Sterne. Auf geht's zum Luxus Burger King. Auch von innen sieht's echt nice aus. Oben sah es sogar noch viel cooler aus. Sogar der Außenbereich ist clean. Doch sind es die Toiletten auch? Absolut. Ich würde eine Sprite nehmen, wenn das geht. Mein Getränk war heiß. Das ist Kaffee. Oh no, ist das unangenehm. Ich glaube, das hier ist Kaffee. Nein, sie hatte so eine bisschen Kaffee. Da hat sie ja gesagt Sprite statt Cola. Ich habe Kaffee gesehen. Es war noch unangenehmer als erwartet. Vom vielen Diskutieren war mein Mund trocken. Definitiv reingespuckt. Pommes ganz okay. 3 Sterne. Jetzt die Chili Cheese Nugget. 4 Sterne. Und jetzt der Big King. Doch vorher abonnieren. 5 Sterne. Burger King ist halt besser. Naja, ich bin eher Team McDonald's. Einfach wegen Kindheit. Heute verschiedene Arten von Leuten, wenn sie im Urlaub sind. So, ich mach mich da mal auf den Weg, ne? Ja, ganz ehrlich, wenn man im Urlaub ist, ins Meer, das ist doch geil. Das Meer ruft mich. Das Wasser und ich sind Taucherbrille muss sein. Ich habe das ganze Jahr gewartet. Die beste Waffel, die ich jemals gegessen habe. Oh, die Kartoffeln mit Käse und Mais. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Oh mein Gott, Churros mit Karamellsoße. Machst du auch noch was anderes außer Essen? Jo, ist das eine geile Aussicht, Finn. Wir sind im Paradies. Geht so. Geht so, Finn? Was ist los bei dir? Nur noch 14 Tage. Nur noch? Noch 14. Seid ihr immer 7 oder 14 Tage im Urlaub? Ich weiß schon, meine Eltern haben manchmal auch wirklich durchgeballert. Da war dann 14 Tage Urlaub. 14 Tage. Da muss ich wieder in dieses blöde Flugzeug einsteigen. Ich kann ich flieg nicht. Gerne. Ich glaube, ich muss für immer hier bleiben. Von mir aus laufe ich nach Hause. Oh nein, wir wissen alle, was jetzt passiert. Liege reservieren. 36. Hoffentlich kriegen wir noch einen guten Platz am Strand. Monika, aufstehen, wir müssen einen Platz sichern. Jungs, auf! Ey, ohne Witz, haben meine Eltern auch gemacht. Schnell, ab in die Sonne, braun werden. Nee, das ist tatsächlich nie mein Ziel. Was für Sonnen, Digga, es regnet. So, Leute, ich gehe jetzt auch eine Liege reservieren oder alternativ frühstücken. Leute, das war's. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.